Wir sind bei der Hälfte angekommen. Der halbe Dezember ist rum und wir sind kurz vor Weihnachten. Es ist nicht mehr lang. Nur noch eine und eine Dreiviertelwoche. Aber auch heute wartet auf Sie im 12. Türchen ein wunderschöner Fall, der es nicht, aber auch wirklich nicht schafft, es nicht krachen zu lassen. Was war das für ein Intro? Und heute wartet auf Sie Watkins Glen. Morgendliche Dämmerung. Wir sind noch bei den Fahranfängern, gerade so Führerschein gemacht, sich einen dicken Hobel unter den Arsch geknallt und es geht rund. Aber was geht denn rund? Das zeige ich Ihnen jetzt. Ich lasse den Film mal laufen. Es ist nichts zu ersehen. Da hat's geknallt, der wurde von hinten geschoben. Der wurde aber massiv angeschoben. Da kann ich Ihnen einfach nur mit auf den Weg geben, tun Sie mir den Gefallen. Achten Sie doch einfach bitte auf den Hintermann und auf den Vordermann. Als Hintermann, falls Sie vielleicht jemanden vor sich haben, der langsamer ist, bremsen Sie ein bisschen früher oder lassen Sie laufen, sparen Sie ein bisschen Sprit dabei. Und als Vordermann gucken Sie immer in den Rückspiegel, wie aggressiv die Leute sind, damit Sie vielleicht ein bisschen darauf reagieren können und nicht auf der Ideallinie anfahren, sondern ein bisschen weiter links, ein bisschen Platz machen. An der Stelle trotzdem, natürlich als Vordermann kann man jetzt an der Stelle hier überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Nicht, dass Sie es so verstehen. Das ist nur ein Tipp, dass Sie vielleicht in Zukunft das besser lesen können, was hintenrum passiert. Und hier ist es natürlich Causing a Collision. Das ist ja volles Pfund hinten reingejagt, das Ding. Ich denke wirklich, es wurden Plätzchen gesucht. Ich hatte so das Gefühl, dass der junge Mann was gerochen hat und wollte in den Kofferraum mal reinlangen und gucken, was drin ist. Also, an der Stelle, Causing a Collision, 06 an der Stelle. Sag doch noch 20 Mal an der Stelle, Jutke. Vielleicht kriegst du es ja dann endlich mal hin. Hier vergeben wir 06 Safety Rating. Es ist Causing a Collision. Und damit würde ich sehr gerne das 12. Türchen für heute schließen. Auf bald. Bis zum nächsten Türchen.